Die Pfingstregatta in Gießen wird jetzt zum 98. Mal ausgefahren, also ist eine der ältesten Regattaplätze in Deutschland überhaupt und ist bis jetzt nur zweimal ausgefallen. Das war halt eben einmal bedingt durch das schlechte Meldeergebnis im letzten Jahr und einmal durch Hochwasser, sodass wir auch nichts konnten. Ich bin 1953 das erste Mal auf der Gießener Regatta gestartet und zwar zwei Rennen im Gigvierer und eines im Jugendachter und wir haben alle Rennen gewonnen. Meine größten Erfolge waren 1963. Dort war ich zwischendurch mal der schnellste Einerfahrer von Deutschland und konnte auch einen Bahnrekord in Pleth bei einem Länderkampf gewinnen. Also wir sind, glaube ich, ganz gut gestartet mit dem neuen Konzept, was wir vorgelegt haben. Also wir sind weg von den 1500 Metern gegangen, runter auf 1000 Meter Streckenlänge. Und was sehr gut angekommen ist, ist auch, dass wir Montag nur Sprintrennen anbieten, über 350 Meter. Das ist sehr interessant für die Ruderer an sich. Die Strecke ist kürzer, ganz klar, aber auch für die Zuschauer, weil wir erwarten da doch sehr, sehr enge und sehr, sehr spannende Zieleinläufe. Der Start ist ja 13.30 Uhr, das sind 350 Meter Sprintrennen, Viererrennen und Doppelzweierrennen. Ein anderes Highlight ist immer noch der LAN-Pokal mit einer der ältesten Preise, die in Deutschland ausgefahren werden. Im Männer einer A1, also die höchste Leistungsklasse, die es gibt, mit vier Booten belegt. Auch da werden Vorläufe gefahren und auch in diesem Rennen sind zwei Mannschaften bzw. zwei Ruder aus Gießen mit dabei. Ich gehe davon aus, die Prognosen sind ja nicht schlecht, dass wir schönes Wetter haben und dass sich sehr, sehr viele Zuschauer hier an der LAN einfinden. Die LAN ist ja eine ganz idyllische Regattastrecke und die Natur und das Rennrudern bilden hier wie sonst nirgends eine gewisse Harmonie.